Hallo und herzlich willkommen im Mangfallgebirge. Herzlich willkommen auf der Tour zum Wallberg und als Abstecher noch den Setzberg. Und herzlich willkommen bei Mountain Guide. Der Wallberg ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Das ist einer der beliebtesten und höchst frequentiertesten Gipfel im Mangfallgebirge. Liegt einfach daran, dass da die Wallbergbahn hochführt. Die ganze Tour beginnt auch an der Talstation der Wallbergbahn und geht dann über die Wallbergmoosalm bergauf Richtung Gipfel. Ich muss mir überlegen, weil ich habe immer Moosalm, habe ich immer noch einen anderen Namen im Kopf, deswegen bitte nicht wundern. Was gibt es zur Tour selber zu sagen? Diese Tour ist sehr leicht bis leicht. Mit wer zum Wallberg rübergeht, einer schroffen Mini-Kraxelei, die ich als keine Schwierigkeitsbewertung einbauen würde. Also sie ist für jedermann machbar, denn da oben laufen Touristen rum. Die mit der Bahn hochfahren, die haben Turnschuhe, Flipflops etc. an und kommen trotzdem hoch. Deswegen sollte jeder, der mit normalem Wandergepäck unterwegs ist und Wanderschuhen, der sollte da hochkommen und für den dürfte das keine Schwierigkeit sein. Selbst die Hunde kommen hoch, also ist auch das machbar. Wie gesagt, maximal leicht, mehr ist es nicht. Was man jetzt dazu sagen sollte, wer einen einsamen Gipfel sucht, der ist hier falsch. Der Wallberg ist nahezu komplett durchs Jahr durch überlaufen, liegt einfach an der Bahn, wie schon erwähnt. Der Setzberg, den ihr hier in diesem Video auch miterlebt, ist etwas ruhiger. Bei uns war er sogar leer, bis auf ein Menschlein. Dieses Menschlein ist aber recht schnell wieder gegangen, deswegen waren wir tatsächlich komplett alleine. Wer es also etwas ruhiger möchte, geht den Setzberg und lässt den Wallberg weg oder wie wir macht beide und sucht sich den schöneren zum Verweilen aus. An dieser Stelle möchte ich euch noch dazu sagen, beide Touren wird es einzeln auch als Videos geben. Beides wird unten verlinkt in der Beschreibung. Einfach draufklicken und dann könnt ihr euch das einzeln anschauen. Wir sind jetzt folgendermaßen aufgestiegen. Wir sind Richtung Wallberg-Moosalm gegangen und dann den Schildern gefolgt hoch zu dieser Sommerstraße. Ich glaube, sie heißt Sommerstraße und kommen dann oben am Sattel an. An diesem Sattel befindet sich das alte Wallberghaus. Dieses Haus möchte ich besonders hervorheben, denn wir sind da selbst eingekehrt und ich muss sagen, holla die Waldfee, da schmeckt das Essen super gut. Die Bedienungen sind freundlich, es gab sogar zwei Würstall für unseren Hund. Super, also wirklich freundliches Personal, super Lage, wundervoll toll. Kann ich nur empfehlen, kehrt da ein, ich kann es euch nur raten. Hier seht ihr jetzt die sogenannte Schroffen, Kurzkraxelei. Ich denke, jeder, der mal einen normalen Gipfel gemacht hat, der weiß, dass das hier keine Schwierigkeit ist. Wer sowas noch nie gesehen hat, der weiß jetzt, was auf ihn zukommen kann. Ich habe extra so gefilmt, dass ihr den Aufstieg meiner Bergpartnerin sehen könnt. Die Hunde hupfen da hoch. Man kann da ganz normal hochmarschieren. Kurz danach ist man auch schon oben am Gipfel und hat einen wunderbaren Ausblick. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich diese Bahn rentiert hat und warum so viele Menschen diese Bahn auch nutzen. Auch Paragliding ist von da oben möglich, haben wir auch gesehen. Aber ich denke, allein die Aussicht ist es wert. Und ich muss nochmal eine Lanze brechen für die, die wirklich aufsteigen und nicht nur die Bahn nehmen. Respekt, finde ich super. Weiter so. Wir haben ja die Regel, immer erst einmal zu Fuß aufgestiegen, bevor man danach die Bahn nutzen darf, sollte man andere Touren noch planen. So ist es bei uns. Kann ich nur empfehlen, diese Regel. Nachdem wir jetzt auf dem Wallberg waren, geht's rüber vorbei am alten Wallberghaus, rüber zum Setzberg. Dieses Gipfelkreuz, das ihr hier seht, weiß ich nicht, welches das ist, ob das einen Namen hat. Wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare, ihr wisst Bescheid, ich freue mich über solche Infos. Dieser Teil hier ist wohl der schwierigste in Anführungsstriche, einfach deswegen, weil er sehr steil ist. Es ist einfach ein steiler Serpentinen-Wiesensteig. Das war's aber auch schon. Wer den überwunden hat, hat zum zweiten Mal eine wunderschöne Aussicht zum Wallberg und genossen. Genauso
wie ins Tal. Das ist das Menschlein, von dem ich gesprochen habe. Risserkogel, Blankenstein, alles was super doll Rang und Namen im Mangfallgebirge hat, ist hier zu sehen. Blankenstein war ich schon oben, gibt's auch ein Video von, einfach mal gucken, kann ich nur empfehlen. Ist aber sehr schwer, also nicht für Anfänger geeignet, das ist Kraxelei in höherer alpiner Stufe. Von dem her, könnt euch gerne mal anschauen, ist immer interessant zu sehen, was da an Schwierigkeiten noch so geht. Und um zu einem Abschluss zu kommen, jetzt der Abstieg. Nachdem wir im Wallberghaus eingekehrt waren, haben wir uns dann entschieden, den Setzbergaufstieg als Abstieg zu verwenden und sind dann über die Winkelmoosalm, das war nicht Winkelmoosalm, sondern Wallbergmoosalm, jetzt habe ich mich tatsächlich versprochen, wieder abgestiegen. Hier treffen die Wege aufeinander. Wer den Schildern Setzberg folgt, steigt quasi hier auf, wo wir abgestiegen sind. Wer dem Wallbergschild folgt, geht über die Sommerstraße aufwärts. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Mit der Reality Maps App seid ihr da gut aufgehoben. Da ist alles drin verzeichnet. An dieser Stelle viel Spaß. Macht sie, geht sie. Nicht vergessen, nur mit Mountain-to-Guide erreicht ihr die Gipfel gescheit und auch das alte Wallberghaus erreicht ihr super gescheit. Einkehren, Leute. Bis zum nächsten Mal. Servus.